wird mal wieder Zeit für den Akinator und wir werden heute probieren, Talking Bendo zu finden. Und wir suchen vielleicht nochmal nach dem einen oder anderen YouTuber. Ich wünsche euch viel Spaß, lasst ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt und schaut das Video bis zum Ende, denn das ist der beste Support. Kuss geht raus, wir gehen rein und let's go. Also Akinator. Was geht, mein Bester, was geht? Ich will heute wissen, ob du Talking Ben kennst, denn ich glaube, das wird tatsächlich etwas schwierig. Bevor wir aber Talking Ben suchen, müssen wir auf jeden Fall erstmal schauen, ob du soweit bist und ob du überhaupt noch was drauf hast. Wenn ich jetzt an YouTuber denke, welchen YouTuber nehmen wir mal? Wir nehmen mal einen von meinen Favoriten. Nein, 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 wir machen das anders. Wir nehmen einen YouTuber, den wir alle kennen. Und ich würde sagen, ich denke einfach mal an Monte. Montana Black. Den nehmen wir als erstes und Akinator, ich bin gespannt, ob du es kannst. Let's go. Wir gehen rein. Wähle die nächste Spielethematik. Wir suchen eine Figur. So, hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Junge, hast du gerade zugehört oder was? Warum fragt er das direkt? Ja, macht deine Figur Minecraft-Videos? Definitiv nicht. Ist deine Figur männlich? Ja. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Also, naja, streng genommen ja schon so ein bisschen, aber auch mal wahrscheinlich nehmen wir mal, weil er macht eher so Real Talk Reactions, ist so sein Ding, was auf YouTube momentan viel läuft. Hat deine Figur viele Tattoos? Ja, definitiv. Ist deine Figur Asiate oder Asiatin? Ich glaube, dass Monte halb Türke ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich sag mal nein. Hat deine Figur ein Tattoo im Gesicht? Ja. Kommt deine Figur aus Chile? Nö. Ist deine Figur Cosplayerin? Beziehungsweise Cosplayer? Nein. Ist deine Figur römisch? Auch nicht, Brudi. Was hast du noch so? Hat deine Figur viele Hobbys? Boah, Mann. Ich glaube, Monte hat keine Hobbys, außer zu Hause am PC zu chillen. Nein, ich glaube, er ist schon viel unterwegs. Massage, Pipapop, also so ein bisschen was gönnt er sich schon. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich. Fährt deine Figur gerne Skateboard? Ich denke nicht. Besitzt deine Figur ein Aquarium? Ja. Ist deine Figur älter als 35? Ja. Er wird ja gerne als Rentner dargestellt. Das ist er, Leute. Er ist auf jeden Fall nicht älter als 35. Das wüsste ich. Es ist Montana Black, hat er gut gemacht. Aber wir sollten ihn vielleicht nochmal mit jemandem triggern, den man nicht so unbedingt kennt. 20.000 Mal wurde hier schon gesucht. Das ist auf jeden Fall echt krass. Okay, wir machen mal eine neue Runde. Und ich würde sagen, ich überlege mir mal ganz kurz, wen wir nehmen. Der gute alte IDZock, das ist jemand, der auch schon über 1 Million Abonnenten hat, aber den man vielleicht unbedingt noch nicht so krass kennen könnte wie Montana Black. Der macht viel, auch so viel so horrormäßigen Content, so ein bisschen auch so wie ich oder ich wie er oder wie auch immer. Ich guck mal, dass er den rauskriegt. Und wir fangen an. Macht deine Figur Minecraft-Videos? Nein. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Ja. Ist deine Figur ein Gamer? Ja. Spielt deine Figur GTA 5? Es gibt sehr, sehr viele, die das aktiv spielen. Ja. Hat deine Figur Tattoos? Boah. Hat IDZock Tattoos, Digga? Ich glaube, nee. Hat deine Figur etwas mit Königen zu tun? Auch nicht. Kommt deine Figur aus Bremen? Das weiß ich nicht. Hat deine Figur einen Arm verloren? Ob IDZock einen Arm verloren hat? Ich glaube nicht. Hat deine Figur einen Kanal namens iCryMax? Also was ist das denn für eine Frage? Nein. Spielt deine Figur gerne Fortnite? Das weiß ich nicht. Hat deine Figur einen Drachen als Freund? Wer hat denn einen Drachen als Freund? Stell dir mal vor, Drache als Freund. Ey, der hat mich geärgert. Kommt ein Drache zu dir in die Schule und speit einfach kurz Feuer. Nee. Spielt deine Figur Minecraft? Habe ich doch schon beantwortet, nein. Hat deine Figur eine Brille? Nö. Hat deine Figur etwas mit Kochen zu tun? Nö. Ist der Spitzname deiner Figur Bone? Nee. Ist deine Figur Entertainer? Also ich würde sagen, also IDZock kann schon entertainen, sonst hätte er wahrscheinlich keine Klicks, nehme ich an. Aber würde ich mal einfach sagen, ja. Ist deine Figur russisch? Boah, das weiß ich nicht, ne? Ich kenne tatsächlich, kenne ich mich nicht so gut mit so aus, aber ich denke, er könnte vielleicht an Russik denken. Ich würde mal sagen, nein, dann einfach. Streamt deine Figur öfter auf Twitch? Auch nicht. Spielt deine Figur GTA? Ja. War deine Figur bereits in den 90ern bekannt? In den 90ern gab es keinen YouTube-Mann, nein. Wurde deine Figur erst später in eine Serie eingeführt? Nö. Hat deine Figur etwas mit Fortnite zu tun? Nö. Macht deine Figur GTA 5 Easter Eggs? Ich glaube schon. IDZock macht sehr viel GTA. Spielt deine Figur Roblox? Ich glaube nicht. Es ist IDZock. Er hat es herausgefunden. Woher? Junge. Krass. Wie viele haben den schon gezockt hier?
23.000 Mal. So oft. Ja, das ist natürlich krass. Alles klar, Ginator. Dann jetzt zu deiner Monsteraufgabe. Wir wählen die nächste Spielethematik. Und hier wird es jetzt auch schon schwer. Denn, Leute, Talking Ben sieht aus wie ein Hund. Es ist aber im Prinzip eine Figur. Also, ich weiß jetzt nicht, was wir hier nehmen sollten. Ob wir ein Tier oder eine Figur nehmen. Ich würde aber sagen, weil wir Talking Ben nehmen, ist es in dem Fall eine Horrorfigur. Und wir droppen einfach mal rein. Hat deine Figur etwas mit Minecraft zu tun? Nein. Ist deine Figur männlich? Naja, Talking Ben, sagt ja schon der Name. Ich würde sagen, wahrscheinlich. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Nein. Kennst du deine Figur persönlich? Habe ihn letztens in meinem Video interviewt. Hat er mich gegessen? Nein, natürlich nicht, Leute. Trägt deine Figur eher männliche Kleidung? Der trägt gar keine Kleidung. Ist deine Figur ein Mensch? Nö. Ist deine Figur ein Tier? Könnte man so sagen, ja. Leute, schwierige Frage, aber wenn ihr hier auch Ja genommen hättet, also würdet ihr jetzt sagen, meine Figur ist ein Tier, dann Hashtag Ben in die Kommentare rein. Ich nehme mal Ja. Lebt deine Figur wirklich? Nein. Steht deine Figur auf zwei Beinen? Ich würde mal sagen, ja. Spielt deine Figur in einer Kinderserie? Talking Ben für Kinder? Nein! Ist deine Figur böse? Ja, definitiv. Wollte mich letztens aufessen. Hat deine Figur etwas mit Five Nights at Freddy's zu tun? Nö. Hat deine Figur etwas mit Dinosauriern zu tun? Nö. Ist deine Figur blau? Auch nicht. Hat deine Figur schwarzes Fell? Boah, an wen denkt der da gerade? Denkt der an Killy Willy vielleicht? Könnte sein. Ey, Leute, sollen wir Killy Willy nochmal einen Akinator suchen? Dann direkt nochmal Hashtag Killy Willy in die Kommentare rein, wenn wir den nochmal suchen sollen. Ich sag aber hier erstmal nein. Spielt deine Figur in einer Serie? Nö, habe ich doch schon gesagt. Ist deine Figur ein Hase? Nein, Mann, der ist ein Hund. Oder? Ist Talking Ben ein Hund oder ein Hase? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel vor? Ja. Ist deine Figur gelb? Eigentlich ist die Farbe so eher nicht so gelb. Ich würde mal eher sagen, weiß ich nicht. Die Farbe ist eher so beige oder so. Ne? Ist deine Figur ein Außerirdischer? Nein. Hat deine Figur ein Fell? Jetzt kommt er der ganzen Sache schon näher. Ich würde mal sagen, ja. Ist deine Figur ein Bär? Weiß ich echt nicht. Talking Ben ist doch ein Hund oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Hat deine Figur einen Instagram-Account? Nö. Trägt deine Figur eine Zahnspange? Er denkt an Talking Tom. Aber das ist falsch. Nein. Er denkt an Behemoth. Final Fantasy. Nee. Wir fahren fort. Hat deine Figur braunes Fell? Ja. Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Ist deine Figur ein Roboter? Nein. Arbeitet die Mutter von deiner Figur in einer Eisdiele? Talking Bens Mutter in der Eisdiele? Die frisst doch dann nur lauter Eisesser. Nein. Kann deine Figur mit Tieren fliegen? Nö. Hat deine Figur Nadeln? Nö. Ist deine Figur sehr dick? Sehr dick. Leute, ich würde mal sagen, nee, weil Talking Ben sieht einfach normal aus. Trägt deine Figur Schuhe? Auch nicht. Trägt deine Figur eine Waffe? Ja, ab und zu halt mal ein Messer, aber nicht immer, ne? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich nicht. Ist deine Figur grün? Ich habe doch schon gesagt, braun. Nein. War deine Figur bei 9 live zu sehen? Das ist doch ein Fernsehsender mit irgendwelchen Rätselspielen. So lottomäßig. Nein. Ist deine Figur kleiner als du? Vermutlich ja, würde ich sagen. Lebt deine Figur in Deutschland? Nö. Spielt deine Figur Overwatch? Nö. Ist deine Figur ein Hund? Ja. Wurde deine Figur in Ostdeutschland geboren? Nein. Stammt deine Figur aus einem Spiel im App Store? Jetzt wird's interessant, Leute. Denn er kommt auf die richtige Fährte. Ich würde sagen, Talking Ben ist hauptsächlich durch so Apps bekannt geworden. Also ja. Hat deine Figur 3 Buchstaben? Talking Ben? Ja. Ben der Hund! Naja. Also, Freunde, das ist jetzt eine schwierige Kiste. Denn es ist ja Talking Ben und er hat ja eigentlich recht. Aber ich finde, das sollte ein bisschen mehr in Horror verpackt werden. Wir können es gelten lassen. Ich würde sagen, wir brauchen da auch nicht diskutieren, Leute. Ich denke, das hier gilt. Freunde, damit hat der Akinator auf jeden Fall wieder recht gehabt und alle 3 Charaktere gefunden, die wir ihm gestellt haben. Und ich würde sagen, das ist ein Applaus wert. Und falls ihr mehr von solchen Formaten sehen wollt, lasst Like für das Video da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt, Freunde. Dickes Küsschen geht raus. Denno, out.